spannende Sache. Es geht hier ums Tagesfinale. Das heißt, der Sieger von heute tritt morgen gegen den Tagessieger von gestern an. Und der, der morgen dann gewinnt, der nimmt das Boot mit nach Hause im Wert von 950 Euro. Kriegt man nicht jeden Tag geschenkt. Gibt es nur beim Fliegfix-Stand auf der Messe hier in Tulln. Von mir aus würde ich sagen, seid ihr bereit? Soweit, aufgewärmt, alles klar? Zeit, wir spielen. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, go! So, die Kandidaten haben also heute schon mal ein Fallboot aufgebaut. Das heißt, sie wissen, worauf sie achten müssen und wie es vonstatten geht. Es werden jetzt die Dollboarde reingeschoben. Das geht ungefähr schon doppelt so schnell wie heute Morgen, das erste Mal. Oh. Dann nochmal zurückziehen, bis aussehen durch so ein Loch. Sehr gut. Hier zu meiner Linken werden gerade schon die Steven eingesetzt und die Kielstange in Position gebracht. Ja, anfeuern schadet nie. Ein heißer Kampf hier. Man muss die richtige Mischung aus Geschwindigkeit und Genauigkeit eigentlich erreichen, wenn man hier gewinnen will. Hier vorne wird schon der erste Spann eingesetzt, das ist der Mittelspann, mit dem beginnt man, weil dann wird es am einfachsten. Jawohl, und den ersten Spann schnappen. Kommst ruhig rum, da sehen Sie mehr. Das sieht schon aus wie bei Profis, es geht also wie aus dem FF hier, jeder Handgriff sitzt. Wir sind hier links beim dritten Spann. Der Wettbewerber hat momentan noch den sechsten in der Hand, nimmt jetzt den letzten zum Einsetzen. Es wird ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen geben hier. Beide Kandidaten sind am Sitz. Wunderbar. Jetzt wird der Sitz verspannt, zum Spannen befestigt. Auch vorne rum mit den Druckverschlüssen. Das ist bei beiden gleich. Jawohl. Okay. Luftschläuche werden aufgeblasen. Ventile zudrehen dann. Heißer Endspurt, heißer Endspurt. Multitasking hier, da werden die Schläuche aufgepumpt, mit der linken Hand wird so lang das Ventil zugedreht. Also erstklassig. Eine Verdeckkappe. Ventile zu, Ventile zu, Ventile zu. Da! Eine Sekunde schneller, eine Sekunde schneller.
Dortmund. Also das war haaresbreite, aber hier war es eine Sekunde schneller als da. Er hat den Sitz noch reingeklettert nach vorne mit den Druckverschlüssen, müssen wir dazu sagen. Aber das war also auf Messerschneide. Gratulation. Also ein sehr, sehr würdiger zweiter Platz. Das war wirklich 1,5 Sekunden, würde ich sagen. Wahnsinn, Wahnsinn. Haben wir die Zeit zufällig genommen, rein Interesse halber? Also die Zeit für diesen Aufbau betrug jetzt 5 Minuten und 40 Sekunden. Das ist neuer Rekord. Ja, definitiv. Dich darf ich noch kurz mitnehmen. Du kriegst natürlich sowas wie einen freundschaftlichen Trostpreis jetzt auch noch hier, damit du nicht weinend nach Hause gehen musst. Ne? Und ja, dir möchte ich eben Danke sagen nochmal an beide. Und das ist, also Sie sehen, wie schnell ein Faltboot aufgebaut werden kann.